Wie zu erwarten war, hat das Interview von Armin Wolf mit FPÖ-Chef Herbert Kickl einigen Staub aufgewirbelt. Insbesondere über die Abschlussfrage wird jetzt zum Teil heftig im Internet diskutiert. Ich würde zum Schluss jetzt gerne noch mal ganz kurz zur Frage zurückkommen, ob sich die Politik und Politiker an Gesetze halten müssen, und möchte den Menschen, die uns zuschauen, noch ganz kurz das Ende ihres Neujahrstreffens vom Samstag vorspielen. Jetzt lautet seit 2011 diese Zeile in der Bundeshymne korrekt: Heimat großer Töchter und Söhne. Und das ist jetzt keine freundliche Anregung von Gender-TerroristInnen, sondern ein geltendes Bundesgesetz. Warum halten Sie sich nicht dran? Wissen Sie was, da bringen Sie mich auf eine gute Idee. Ein freiheitlicher Bundeskanzler wird das wieder ändern. Ja, zum Thema Bundeshymne noch ein kleiner Nachtrag von mir. Machen sich jetzt die Spieler der Fußballnationalmannschaft auch in regelmäßigen Abständen strafbar? Ein freiheitlicher Bundeskanzler wird das wieder ändern. Jedenfalls hat Armin Wolf gestern via Twitter eine Nachricht veröffentlicht, die er als Reaktion auf das Interview mit Herbert Kickl erhalten hat. Und ich will ganz klar festhalten, dass derartige Nachrichten, Drohungen oder Beschimpfungen in einem demokratischen Diskurs absolut nichts verloren haben. Völlig egal, von welcher Seite sie kommen. Aber wenn ich an die Nachrichten denke, die mich und viele andere freiheitliche Politiker in regelmäßigen Abständen erreichen, dann muss ich dem Armin Wolf in dieser Frage eine gewisse Hypersensibilität attestieren. Vor allem, wenn man sich manche Reaktionen auf den Tweet von Armin Wolf anschaut, kann man den Eindruck gewinnen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn viele, die sich zu Recht über diese Nachricht beschweren, machen das selbst auf unterstem Niveau. Da wird unter anderem Herbert Kickl als Nazi bezeichnet. Da werden alle Menschen, die auf FPÖ-Veranstaltungen gehen, als Nazis bezeichnet. Und da wird die Mehrheit der Österreicher als Rassisten, Faschisten, Juden und Fremdenhasser beschimpft. Jetzt kann der Armin Wolf absolut nichts dafür, wie sich seine Fans artikulieren. Aber genauso wenig kann Herbert Kickl etwas dafür, wenn manche Menschen nicht wissen, wo sich die Grenzen befinden. Vielleicht würde ja ein etwas anderer Interviewstil dazu beitragen, dass sachlicher über Inhalte diskutiert und die Emotionen auf ein gesundes Maß reduziert werden.